Wilbald ist zurück. Herzlich willkommen zu Elden Ring Shadow of the Erdtree. Wir haben ein neues Gebiet entdeckt. Es ist wunderschön blau und lächelt uns einladend an. Wir befinden uns hier, wenn wir mal rauszoomen, ganz im Süden dieses Kontinents. Und das hier ist jetzt hier sozusagen das Gebiet, das vor uns lächelt. Wir haben hier noch einiges zu entdecken. Wir sind relativ neu hierhin galoppiert. Ich glaube, hier ganz im Süden in der Spitze waren wir noch nicht. Bin mir aber nicht mehr sicher. Und wir könnten jetzt einmal hier so dieses Gebiet abreiten. Hier ist mit Sicherheit viel zu entdecken. Wir würden sicherlich auch nochmal auf so eine Insel raufkommen, auf irgendeine Art und Weise. Und dann gucken wir uns hier noch diesen kleinen Knüppel hier an. Also viel zu entdecken, viel zu tun heute. Und deswegen stürzen wir uns mal ins Abenteuer. Wo kommen wir hier eigentlich am besten? Hier kommen wir runter. Das sehe ich doch. Da sind wieder so kleine Leuchtwürmer. Ups. Oh, das war... Oh, okay. Das war ein bisschen wenig elegant, aber ist mir egal. So, was ist jetzt hier wieder? Ein großer Grabhügel. Auf Grabhügeln sind doch meistens auch Scherereien zu finden. Oh nein! Okay. Fuck. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Drache. Ich muss mein Drachenschwert ausrüsten. Wo ist mein Drachenschwert? Warte mal jetzt bitte kurz. Wir hatten uns noch nicht wirklich bekannt gemacht. Jetzt geht's los. Getroffen. Ja, der hat getroffen. Das ist ein untoter Drache. Ich hätte auch bei Holy bleiben können, glaube ich. Aber das ist ja ein spezielles Drachenfutterschwert. Lindwurm. Das ist nicht so richtig. Ich habe nicht mehr so viel Mana übrig. Ich habe leider zu oft daneben gekloppt. Zu oft nicht getroffen. Ich kann kaum noch mal machen. Was jetzt? Explodiert er jetzt oder was? Okay, das war unschön. Es wächst hier noch irgendwas. So, das war's jetzt mit Mana. Hat er hier irgendwelche Gisellen noch so? Scheiße. Jetzt selber. Oh, okay, scheiße. Mach ich das jetzt blöd? Die haben sie getroffen? Ah, okay. Oh, ich werde hier richtig gehackt. Aber er macht auch nicht. Er hilft ein bisschen mit hier, diesen Kult an ungebetenen Gästen zu dezimieren. Zeigt aber auch wieder, dass sie für ihn nur Handlanger sind. Ne? Hey. Jetzt bin ich ja beschäftigt hier gerade. So.
Oh Mann. Ich hab viel zu tun. Nichts mehr sehen. Was ein geiles Bild. Okay, was ein gutes Bild. Das wollte ich überhaupt nicht. Das war einfach überhaupt nicht meine Idee gerade. So, die Frage ist, ob ich jetzt einfach abhaue, weil ich glaube, ich habe jetzt, das wird nichts mehr werden, seien wir ehrlich, ich glaube, das wird nichts mehr werden. Hier, mit Sicherheit ist hier unten auch noch eine Gnade. Ja. Ich werde mich aus diesem Kampf erhobenen Hauptes zurückziehen und suche mir jetzt hier erstmal eine Gnade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier in der Nähe keine ist, oder war hier eine Statue of America oder sowas. Wir reiten. Da ist die Gnade! Sehr gut. So, dann machen wir nämlich jetzt mal ganz in Ruhe folgende Situation. Ich frage mich gerade, ob nicht. Also, das Schwert ist nicht schlecht, aber ob nicht vielleicht das Holy-Ding besser wäre. Weil das ist, glaube ich, ein untoter Drache. Und. Ich glaube, ich nehme noch mal eine zweite davon. Mindestens. Vielleicht sogar drei. Und ich glaube, ich nehme jetzt nicht das Drachentöterschwert. Ich probiere es mal mit dem Holy Schwert. Und zwar mit, wo bist du? Das hier. Ich glaube, der müsste eigentlich auch gut sein gegen den Johnny Boy. So, und jetzt werde ich da nochmal hin. Und der hat halt diese coole Welle, also gegen diese Gegner, die dann kommen, kann ich dann die Welle benutzen. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, er kennt mich natürlich noch. Reiche rein. Da muss ich an den Kopf ran. Ach, ich komme nicht an den Kopf. Seine Fuß rein. Oh, 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 oh. Irgendein Schaden bei ihm? Verhängnisvoll.
alles nicht heilen. Die kommen alle wieder. Oh oh. Guck mal, wie viele das waren. Hey! Dieses Schwert ist ja so geil. Das ist einfach. Das ist die beste Errungenschaft. Dieses Schwert macht richtig Spaß. So. Wir haben den uralten Drachenstein bekommen. Ist gut. So. Und das war die perfekte Waffe. Weil das sind auch so Leute, die hier leider wieder immer aufstehen wollen. Die kennen wir aus diesen Katakomben. Dass man da immer noch den zweiten Schlag da braucht, sonst steht der Geist wieder auf und manifestiert sich. Deswegen ist das die perfekte Waffe gewesen. Sehr breitflächigen Schaden gemacht, Holy Damage gegen den Drachen und diese Typen so alle weggeführt. Oh, das hat ja so Spaß gemacht. Oder? Ist das nicht ein geiles Ding? So, was können wir hier noch ein paar von diesen kleinen Items auflesen, die gedroppt hatten. Und jetzt schauen wir uns hier mal um. Also, das ist hier der Drachenhügel. Gehen wir mal hier in diese Richtung. Was war das? So, was wir wahrscheinlich eh nutzen. So, was haben wir da hinten noch? Da leuchtet irgendwas. Ist hier vielleicht ein Topfmann? Seht ihr einen Topfmann? Nee, ne? Dann lassen wir den mal in ihrem Kummer in Ruhe. Ach so, da ist ein Durchgang. Wir müssen hier immer Ausschau halten. Schreit mal laut, wenn ihr einen glitzernden Topfmann seht. Die bringen nämlich diese sehr wichtigen Drachen, die Baumsamen. So, was ist das hier für ein Durchgang? Kurz. Da geht's also durch. Das ist interessant. Hier haben wir einen riesigen See. Da ist natürlich wieder ab. Sind wir dem schon mal begegnet? Wir natürlich, hätten wir eigentlich gerade mal rasten sollen. Bin ja auch am Bonfire vorbeigefahren. Es hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben, das nicht zu machen. Also das ist der Typ. Da geht's tief hinab. Ins nasse Grab. Immer verwegen und oh, was ist das? Fuck, was ist das? Habt ihr das gerade gesehen? Was war das? Was ist das denn? Ach, das war so ein. Jetzt weiß ich, was das war.
Das war einer von den dicken Schafböcken. Was ist das jetzt? Warum? Wer ist dafür verantwortlich? Dieses Spektakel. Was ist hier los? Wer macht das? Warum macht er das? Ich bereue mittlerweile die Entscheidung, nicht einfach gerastet zu haben. Ich bin einfach vorbeigeritten. Wenn ich nur mal kurz reinschnuppern wollte. Jetzt habe ich den Salat. Hier ist nix. Grabfeldebene. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch noch irgendwo eine Gnade ist. Eine niegelnagelneue dann. Da ist die Kirche des Trostes. Oder auch nicht. Aha, okay. Also er ist da. Muss ich mir erstmal einen Reim draus machen. Hier ist ein schöner Wasserfall. Ist dahinter was? Oh, falle ich jetzt hier runter, möglicherweise. So, was haben wir denn hier? Von hier oben kann ich den bestimmt bekämpfen. Wenn ich jetzt diese Mechanik kennen würde, wie man gegen die zu kämpfen hat, dann würde ich das mit Sicherheit von hier gut machen können. Können wir hier hinter dem Wasserfall? Nee. Au, au, Hilfe. Irgendwas. Das sieht aber geil aus. Ich glaube, da ist nichts. Okay. Was haben wir hier? Versenken. Naja gut, jetzt sind wir hier wieder rausgekommen. Ich hatte keine Ahnung, dass es diesen Weg gibt. Ich will jetzt aber nicht gegen den Typ da kämpfen. Das wäre jetzt eigentlich nicht meine Idee. Gerade. Tief ist das Wasser. Ich glaube fast, ich würde mich jetzt mal zurück teleportieren. Hier waren wir doch schon. Wir sind jetzt hier einmal dieses Gebiet abgeritten. Dann lass uns doch mal kurz nochmal hier hin. Und dann sind unsere Flasks wieder aufgefüllt und dann können wir einmal noch dieses Gebiet hier weiter abreiten. So. Das ist die Waffe vom Eldenbeast übrigens, ganz genau. Kann ich von fern? Ab und zu ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee, das Ding einfach mal auf den Boden zu dreschen. Hier sind so wenig Topfleute. Das sieht fast aus wie ein Schiff, ne? Was wartet denn hier auf uns?
Okay. Die will mich da einfach nicht rauflassen. Und hier hat man noch einen guten Überblick. So. Da könnte... Ich finde hier bei sowas ist auch, sind oftmals so kleine Dungeons noch, ne? So Höhleneingänge in der Felswand verborgen. Was haben wir hier? Wieder so eine komische Lilie wahrscheinlich. So ist es, Gräbertal-Lilie. Oh, ouch. Oh, fuck. Oh, fuck. Das war sehr knapp. Aber ich wäre, glaube ich, auch nicht gestorben. Ich wäre einfach hier so runtergeplumpst. Das wäre schon okay gewesen. So, die sind überhaupt nicht gut auf Besuch zu sprechen. Die haben sehr, sehr introvertierte Leute, sind das. Wann sitzen wir hier? Ah, das ist wieder so ein Geiervogel. Die dann einfach in der Lage sind, so 3-4 Mal... Ah, oh, ich hasse das so sehr. Was ist das? Was ist das? Warum machst du das? Unfreundlich. Daniel O'Sullivan! Herzlich willkommen! Schön, dass ihr da seid! Wir spielen überraschenderweise Elden Ring. Schön, dass ihr da seid, Leute. Guck mal hier. Danke für den Raid, lieber Donny. Hier sind wir. Wir spielen natürlich auch Shadow of the Erdtree. Und sind ganz im Süden hier, in so einem wunderschönen, blau geblümten Gebiet. Blaublütig, könnte man auch sagen. Ich war eben in der gleichen Gegend. Passt perfekt. Ja, Hammer. Hast du auch diesen Drachen da versohlt? Diesen Untoten? Ey, Donny, kennst du dieses Schwert, was ich hier habe? Kennst du das? Nee? Pass auf, ich zeig dir mal dieses Schwert, warum das so geil ist. Damit habe ich gerade gegen den Drachen gekämpft. Und ich weiß hier, wenn du hier schon warst, dann hast du gegen den Drachen gekämpft, der hier ist. Ich will dich nicht spoilen, aber hier ist ein Drache. Und warte, ich muss dir mal irgendwo, kann ich dir das mal im Einsatz zeigen? Du wirst es lieben. Du wirst es lieben, dieses Schwert, weil wenn du irgendwann mal gegen mehrere... Ja, guck mal, die da hinten nehmen wir jetzt mal. Pass auf. Guck dir mal da die betende Meute an. Den Drachen hast du gekillt, sehr gut. Pass auf, der hat doch so die ganze Zeit so Speerträger um sich rum gehabt. Oder was heißt die ganze Zeit, aber irgendwann im späteren Verlauf, wenn es bei dir ähnlich war wie bei mir, dann kommen so 20 Speerträger, die genervt haben. Pass auf, mit diesem Schwert, das ist das Schwert, was man vom Echo des Eldenbeasts bekommt im Hauptspiel. Pass mal auf, was ich jetzt mache. Das ist nicht geil? Das heißt, ich habe den Drachen im Prinzip nur mit diesem Move hier gerade besiegt, weil ich dann immer die ganzen Minions platt gemacht habe und er hat dann gleichzeitig diese Holy Welle bekommen. Das macht Holy Damage. Das hat eine ziemlich brutale Reichweite und es macht so Spaß. Teilweise, du kennst ja vielleicht auch diese Brutnester, wo diese komischen... Was sind das da? Diese ekelhaften Madenfliegen, die man diesem roten Rottenbereich da rumnisten und diese komischen Homing-Seidenfäden schießen. Und da kann man auf, wenn da gibt es so ein Gebiet, da sind 5, 6 laufender Patrouille und da gehst du einfach hin und machst ihn hier und sind alle weg. Es ist so herrlich. Es macht großen Spaß. So, ich weiß nicht, warum der noch lebt und ich weiß nicht, warum der mich hier beschießt. Das ist auch nicht in Ordnung, aber ich verstecke ihn einfach hinter einem Stein. Kann ich den platt machen oder jetzt ist er weg? So, was ist mit dir? Okay, nee, den lasse ich leben, der hat's überlebt. Der hat sich das wirklich verdient. Der so standhaft ist. Lol, das ist ein Farming-Schwert. Ja, das ist in der Tat... Oh, warte mal, du bist böse. Oh, den mache ich gar nicht. Der kann mich ansaugen.
Glitchboy. Also ich nutze das natürlich nicht durchgehend. Das habe ich jetzt genommen, weil ich das von bei einem Boss benutzt habe, der wo das sehr gut geklappt hatte. Ich laufe nicht die ganze Zeit damit durch die Gegend eigentlich, aber das hat natürlich Gebieten, wo Holy Damage effizient ist, ist es natürlich super. Genau, man kann damit auch farmen. Es gibt so ein Gebiet bei Moke. Dafür kennt man das Schwert eigentlich. Das ist im, warte, im Hauptspiel und dann hier. Da ist das, glaube ich, bei der Palastallee, meine ich. Da gibt es so einen Spot, da sind so 20 so Kriechgnome. Und wenn man dann mit dem, das ist direkt neben dem Bonfire, und wenn man da diesen Spell macht hier, diese Holy Welle, dann macht man da 10 von denen platt und dann setzt man sich wieder ran und dann kann man innerhalb kürzester Zeit sehr viele Seelen farmen. Dafür ist das, glaube ich, am ehesten bekannt, das Schwert. Aber es macht auch so Bock zu spielen. Juhu! Ich weiß nicht, ob hier irgendwie noch ein Boss oder irgendwas hier uns erwartet. Das ist hier alles neu für mich, gerade da hinten auf die Insel. Kommen wir hoffentlich rüber, oder? Tja. Das ist einer dieser Momente, ne? Ich glaube, das Wasser sieht sehr tief aus. Ich glaube, ich würde hier sterben. Also entweder man kommt da anders hin oder vielleicht von da hinten. Irgendwo muss es ja... Guck mal hier, das ist doch tiefes Wasser, oder? Das hier ist seichtes Wasser. Oder wie darf ich das verstehen? Auf jeden Fall ist das hier, das ist schon ganz bewusst hier so eingegrenzt. Da kommt man, glaube ich, nicht zu Fuß hin. Ich befürchte, man muss da anders hin. Vielleicht eine unsichtbare Brücke, klar. Vielleicht aber auch unterirdisch. Manchmal gibt es ja auch Fahrstühle irgendwo. Oder irgendeine Höhle. Vielleicht ist hier irgendwo eine Höhle, die mich dann so unter dem Wasser hindurch schlüpfen lässt. Kann ja auch sein. So, lass uns mal alles hier in Ruhe angucken. Guck mal da hinten. Siehst du? Das ist auch ein schöner Anblick. Okay, jetzt können wir mal ganz entspannt hier noch einmal uns umsehen. Hier gibt es noch ein paar Items. Irgendwie kommt man da rüber. Wir finden einen Weg. Ich bin guter Dinge. Und da muss irgendwas Tolles... Oh, hier geht's auch hoch. Guck mal. Oder runter. Ich glaube eher runter. Ja. Aha, okay. Dann gucken wir uns mal hier das nochmal an. Dieses riesige... Grabmal. Ich glaube, das ist ein Grabstein einfach. Achso, waren wir da oben schon drauf gerade? Wir haben schon zwei von denen bestiegen. Da war bislang immer so eine Gräberlinie. Ob hier noch was ist? Ja. Gräberlinie. Und ich frage mich natürlich, wenn das wirklich ein riesiger Grabstein ist, wer hat so ein riesiges Grab? So. Ja, die sind sehr unfreundlich. Okay, jetzt schauen wir mal, wie wir da rüberkommen. Machen wir uns mal Gedanken. Reiten wir das hier mal einmal ab. Es muss ja irgendeinen Hinweis geben. Wir können uns ja nicht einfach wahllos hier eine Brücke suchen lassen oder sowas. Eine unsichtbare Brücke. Ich schätze mal, guck mal, da ist da noch... Das ist wahrscheinlich der kürzeste Weg hier. Aha, was ist denn hier? Das sieht doch vielversprechend aus. Was ist denn hier? Aha, aha, aha. Aha. Das sieht gut aus. Selbstverständlich springe ich da jetzt einfach runter. Es muss ja... Ja, direkt, auch wenn man gar nichts sieht. Also es gibt zwei Richtungen. Richtung,
glaube, die würde vielleicht. Ich schätze mal, links geht's Richtung Insel. Denk mal, schaue ich mal, wo es hier lang geht. Ah! Gibt's sogar noch einen regulären Eingang? Und nee, das ist immer noch die Höhle. Oh, die sind auch so frech immer hier. Die berühre ich gar nicht. Ja, jetzt sie haben sich schon keinen Bock mehr auf mich. Die sind so fühlig, würde Markus Lanz sagen. Ja, Hilfe, Hilfe! Oh nein, Blitziblitz. Au, Verzeihung. Ja, die explodieren. Die sind so sauer, dass die lieber explodieren, als mich einfach davonreiten zu lassen. Wo kommen wir hier raus? Aha. Eine große sogar. So, kurz orientieren. Da hinten ist die Insel. Ach was, dann hätten wir vielleicht auch von der Seite. Ne, da wären wir vielleicht gar nicht raufgekommen auf dieses Ding, oder? Aber okay. Und jetzt reiten wir natürlich nochmal zurück. So, sind die jetzt alle. Ja, ne? Vielleicht ist die Idee. Pass auf, folgende Idee. Ich habe ja 14 Semester Bioevolution studiert. Und es kann natürlich sein, dass die ganze Zeit darauf warten, dass irgendetwas Lebendiges vorbeikommt. Dann explodieren die, aber nicht mit dem Ziel, den Eindringling zu töten, sondern mit dem Ziel, ihren kompletten Samen, den sie mit sich rumschleppen, auf dieses Lebewesen zu schleudern. Dann lebt das Lebewesen weiter und bewegt sich durch die Welt. Und während es sich durch die Welt bewegt, tröpfeln so diese Samen von ihm herunter und lassen sich überall nieder. Und dann können sich halt neue Pflanzen dieser Art bilden. Das ist ja durchaus nicht ungewöhnlich. Wir können uns das hier mal angucken, wie das so aussieht. Also jetzt explodiert der. Ah ja, okay, jetzt hat er keinen Bock mehr. Aber ich kann mir vorstellen, dass das genauso läuft und dass sie dann die ganze Zeit nur darauf warten, dass irgendjemand vorbeikommt, um endlich in einem ekstatischen Moment zu explodieren. Ist für die natürlich jetzt ärgerlich, dass ich jetzt nichts davon mit mir rumschleppe. Aber ich glaube, so pflanzen die sich fort. Das ist deren Ding. Okay, dann gucken wir mal jetzt hier, ob wir zur Insel kommen. Okay, wenn du sitzen geblieben wärst, hätte ich dich verschont. Aber ihr müsstet ja unbedingt aufstehen. Die kleinen Krabben lasse ich auch in Ruhe, die haben mir nichts getan. Das ist jetzt ein relativ großes Gewölbe. Ja, ich habe es befürchtet. Ja, ja, ja. Das war so klar, dass hier irgendwas Großes wohnt. Aber das ist nicht schlimm, weil wir haben Platz gemacht. Wir haben einfach Platz gemacht. Jetzt kann sich hier was entwickeln. Im Schatten dieser riesigen Languste konnte halt auch niemand wirklich wachsen. Deswegen gibt es eine riesige Languste und so ganz viele kleine Krabben. Das ist wie mit einem Baum, in dessen Schatten nichts mehr wachsen kann. Und wenn der Baum dann gefällt wird, ist es zwar erstmal traurig, aber dafür können hunderte andere Pflanzen Licht trinken und ihrerseits groß werden. Deswegen ist es auch manchmal ein Grund zur Freude. Jetzt ist die Languste weg und die freuen sich jetzt, einer von denen kann jetzt der neue Große werden hier. Und die ist übrigens so groß geworden, dass die hier gar nicht mehr rauskam wahrscheinlich. Die hat sich in ihr eigenes Gefängnis gewachsen. Schon langer Gang. Geht's jetzt hier raus? Oh, nee. Also, ich hatte ja gedacht, wir kommen auf die Insel, aber das scheint mir gar nicht so zu sein. Oder ich habe irgendwo eine Abbiegung verpasst. Hm.
hier geht's wieder raus. Aber nicht auf die Insel. Warte mal. Bin ich im Kreis geritten? Okay, warte mal. Ich bin im Kreis. Ich habe mich falsch umgedreht. Oh nein, ich bin zurück. Kann das sein? Bin ich bei der Languste oder so aus Versehen im Kreis und bin wieder zurückgeritten? Ich glaube ja. Ich hätte mal mehr auf das... auf den Kompass achten sollen. Warte mal. Wir nehmen nochmal eine Fackel in die Hand. Zusätzlich. Dann sehen wir noch ein bisschen mehr. Wie ist denn das jetzt passiert? Wie ist das passiert? Wie konnte mir das... Das ist ja... Das muss in der Langustenhöhle passiert sein. Es gibt ja eigentlich nur einen Gang hier. Ich muss mich in dem Kampf wahrscheinlich gedreht haben. Und wieder aus der Richtung, aus der ich gekommen bin. Anders ist das nicht zu erklären. So, das hier ist die Langustenhöhle. So, jetzt reiten wir nach Süden. Das sieht ja eigentlich schon mal gut aus. Jawohl! Sehr gut. Sehr schön. Jetzt sind wir hier. Gucken wir uns mal um. Hier müsste ja irgendwas sein noch außerhalb. Außer diesen dicken Oschis da. Oh. Oh Gott. Hat sich eingegraben. Nur um unter unseren Füßen wieder rausgesprungen zu kommen. Oh, hier ist ein Item. Duftöl von Rana. Was macht das? Verbraucht FP, um Flammen nach vorne zu speien. Die Tänzer Ranas halten diese beim Tanzen versteckt, um den Höhepunkt ihrer Leidenschaft mit einer Explosion aus sengenden Flammen und süßen, verlockenden Düften zu krönen. Interessante Art und Weise, der Lust zu frönen. So. Dann gehen wir hier runter. Das nehme ich total übel. Aber ich lasse dich mal... Gut, ich bin der Eindringling. Man muss immer mit der Mentalität... Klar, denke ich auf der einen Seite, ja, ich bin ja eindeutig der Boss hier. Ich habe ja schließlich das Hauptspiel durchgespielt. Ich bin im Prinzip der König dieser Welt. Das muss die Krabbe auch respektieren und ihr chitin-gepanzertes Vorderbein beugen, um mir die Ehre zu erweisen. Aber das sind ja so dumme Schalentiere, die wissen ja nichts. Deswegen werde ich denen das mal durchgehen lassen und sie jetzt nicht bestrafen. Sie wissen es nicht besser. Sie glauben, sie beschützen ihre Brut. Das kann ich respektieren. So, hier haben wir so eine kleine Grabkammer, oder was das ist. Oh Gott, der will auch wieder frech werden, dieser Widder da. Der Widder hat schon wieder Gefahr. Schöne Aussicht hat man hier. Auch bei schlechtem Wetter. Okay, jetzt erwarte ich mir aber was richtig Geiles hier drin. Hier muss was richtig Geiles drin sein. Das südliche namenlose Mausoleum. Okay, ist das vielleicht ein Kampf? Wie wollen wir denn kämpfen? Wollen wir mal unsere Rückhandklingen wieder nehmen und stattdessen den blutigen Spratz-Talisman, den hier. Jetzt haben wir natürlich... Warte. Ne, das war überhaupt nicht mein Ziel. So. Jetzt haben wir natürlich drei Mana-Flasks, die wir nicht brauchen. Na, schauen wir erstmal rein, was überhaupt ist.
Arschloch. Okay, ich bin in ihren... Ich wollte ausweichen und bin ihr direkt in die Klinge gejumpt. Das war schmerzhaft. Die ist ein Geist. Die hat aber Blutungsschaden bekommen, obwohl sie ein Geist ist. Ich könnte die easy mit der Holywelle auch machen, aber egal. Wollen wir mal nicht übertreiben. So, ich Hunger. Ich habe diverse Leben, die holen wir mal zurück erstmal. Auch da wieder, ne? Ey. Ich will den Angriff machen. Wieso macht sie denn den Angriff? Stehen, ey! Meine Güte! Meine Tänzerin wird ihr in dem Fall wirklich gerecht, der Name. Tanzende Klinge Ranas. Kapuze einer Tänzerin. Kleid einer Tänzerin. Armschutz einer Tänzerin. Hose einer Tänzerin. Haben die... Oh! Oh! Erhöht die Stärke von Tanzangriffen. Dient dem Schutz der Schwerthand. Oh! Dekorative Schwerter, die inbrünstig rot glühen. Ein Waffenpaar, das in beiden Händen geführt wird, von den Tänzern Ranas genutzt. Trifft es Gegner beim Ausführen eines starken Angriffs mit einem tanzenden Überfall. Ey, wisst ihr was? Das klingt eigentlich ganz schön geil. Das probieren wir mal hier aus. Das ist doch nice. Okay, da braucht man natürlich sehr viel Ausdauer für. Da müsste man... Machen die Blutungsschaden oder was machen die? Machen die? Kann man die mit einer Asche überziehen noch? Nee, ne? Vermutlich nicht. Oder? Vielleicht? Weiß ich nicht. Warum eigentlich nicht? Mit einer Asche drauf? Und dann würden wir statt des Blutungsverlustes, würden wir dann noch vielleicht das Ausdauerding da drauf setzen. Und zwar das Grüne hier. Und dann könnte das... Verbraucht Mana auch. Sieht doch nice aus in jedem Fall. Skaliert auch mit Geschicklichkeit... Oder er hat... Ja, skaliert mit Geschicklichkeit. B auf Geschicklichkeit. Also, die muss ich natürlich erstmal ein bisschen... aufwerten, diese Waffe, aber die scheint mir Spaß machen zu können. Okay, dann raus aus diesem Mausoleum der Lust. Okay. Was haben wir hier noch? Ist hier sonst noch was Feines? Komm, fertig. Oder war das alles hier auf dieser Insel?
Ich meine, es ist ja eine Menge. Oh, das Spiel ist zu laut. Höre ich gerade. Das Spiel ist zu laut. Mach ein bisschen leiser. So. Und ich bin zu leise. Wie kann ich denn zu leise sein? Warte mal. Ich bin noch voll aufgedreht. Check, check, check. Ah, ich muss mich vielleicht, muss ich einfach ein bisschen mehr ins Mikrofon, so vielleicht. Na gut, ich hoffe, jetzt ist besser, wenn nicht. Brüllen, Entschuldigung. Ich war so beschäftigt damit, richtig gut zu kämpfen, dass ich das nicht sofort gesehen habe. So. Sollen wir dem mal auf den Kopf hüpfen? Ja. So, da kamen wir raus. Da ist die Höhle. Ansonsten nehme ich mal an, ist hier nichts mehr. Wenn wir einmal rumreiten. Vielleicht ist ja am Strand hier irgendwas noch zu finden. Und Pinguin! Nee, was ist das? Ist das ein Pinguin? Nein, was ist das für ein Vogel? Den werde ich aber nicht töten. Den. Ihr wollt, dass ich den töte? Das ist ein Pinguin, ja? In Hagenbecks Tierpark, das ist hier der örtliche Zoo in Hamburg, da gibt es seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren so ein Eismeer, heißt das, haben die so eine Eismeerlandschaft gebaut. Und da gibt es sehr viele Pinguine, aber es gibt speziell auch eine Pinguinwelt, die ist runtergekühlt auf, ich weiß es nicht, 0 Grad gefühlt, ist super kalt da drin. Und da sind die Pinguine halt auf ihren komischen Felsen und machen Pinguinsachen. Man kann als Zoobesucher da halt rein und dann sich die da mal angucken. Und es stinkt so bestialisch. Man sieht ja Pinguine in aller Regel, also man, es ist ja meist offen, ne? Wenn die irgendwo im Zoo sind oder so. Und dadurch, dass es halt ein geschlossener Bereich ist, riecht es wirklich sehr intensiv nach Pinguinen und nach Fisch und nach, also sehr fischig. Eine sehr fischige Welt. Die Welt der Pinguine. So. Okay, jetzt haben wir hier alles uns angeguckt. Ich glaube, hier in diesem Bereich waren wir auch überall. Dann lass uns mal hier noch nach Süden galoppieren. Und zwar ist es wahrscheinlich von hier am schnellsten, wenn wir dann nach Südwesten galoppieren. Können wir uns... Ich glaube, wir haben nicht genug Seelen für einen Stufenaufstieg. 20.000 knapp. Das haben wir doch bestimmt noch im Beutel liegen, oder? 20.000 Mark. Was haben wir denn hier? 40.000 ist ein bisschen viel. Dann machen wir einmal die hier. Und jetzt glaube ich noch 9.000 oder sowas, ne? Dann machen wir mal reicht das, wenn ich 9 mache? Reicht das schon? Ne, das reicht überhaupt nicht. Das waren ja nur 500. Das reicht überhaupt nicht. Wir müssen noch ne, das reicht nicht für 5, also 10 noch davon. Okay. 10, 10, 10 von denen. So. The Raven! Vielen Dank. Guck mal, das ist doch kein Zufall, oder? Gerade habe ich den Vogel liegen lassen, also am Leben gelassen, und dann lässt The Raven ein Abo hier. Das muss eine Belohnung sein, oder? Für meine ornithologischen
Entscheidung. Stufenaufstieg. So, jetzt wird's interessant. Kondition. Jetzt haben wir eigentlich alles. Oh gut, Arkan könnten wir nochmal wieder weiter hochgehen. Jetzt wird's interessant. Wir könnten mit Stärke gehen. Geschicklichkeit ist alles, glaube ich. Kondition müsste auch auf dem Level Softcap sein. Vielleicht gehen wir nochmal mit Stärke, oder? Jetzt, wo der Sub da ist, können wir nochmal zurück. Nee, wir lassen Pinguin leben. Wir lassen den Pinguin leben. So, jetzt hatte ich gesagt, ich wollte nach Süd. Westen. Da, Mann. Da hinten hin. Schauen wir mal, was da noch ist. Auf den Zipfel da. Oh, da kommen sie aus dem Boden geschlänzt. Oh. Oh, ein Riese. Der beschmeißt mich mit Felsen. Das ist eine unhöfliche Art der Begrüßung. In Ordnung. Ja, mit diesen Töpfen beschmeißt er mich. Der wüsste, wie viele von seinen Freunden ich im Tal der Riesen schon geschlachtet habe, da wäre er nicht so aggressiv vorgegangen. Dann hätte er wahrscheinlich versucht, sich zu verstecken. So, da ist jetzt wahrscheinlich wieder so eine Götterlilie. Wobei ich das auch ein bisschen als magere Beute empfinden würde, wenn da oben nichts anderes ist, außer einer weiteren Lilie. Warum nicht mal was Mächtigeres? Ah, es macht natürlich inhaltlich Sinn, dass überall das Gleiche ist. Warum sollte da auf einmal ein anderes Item liegen? Wäre auch schwer zu verargumentieren. So. Gucken wir uns hier weiter um. Was ist hier noch? Da runter, nope. Ah, es ist ein Troll. Ja, aber ganz kurz. Wenn ein Riese sich dadurch auszeichnet, dass er groß ist, dann ist ja das Wort Riese viel mehr eine Beschreibung als eine Gattung. Das heißt ja, dass alle, dass, also wenn das wirklich durch die Körpergröße bestimmt wird, dieser Name, dann muss doch eigentlich alles, was vergleichbar groß ist, auch ein Riese sein. Das heißt, ein großer Troll kann auch ein Riese sein dann. Oder haben Riesen das für sich exklusiv, dass man sagt, ja, Riesen haben aber folgende Eigenschaften zusätzlich zum Großsein und dadurch dürfen große Wesen anderer Herkunft jetzt keine Riesen mehr sein. Die müssen sich dann anders nennen. Wie ist das? Wer bestimmt das? Wartet hier noch irgendwas auf uns? Ein Boss vielleicht? Da oben. Das ist doch eigentlich ein ziemlich offensichtlicher Bossplatz hier. Oder da oben. Ich glaube, in der Mitte ist ein Loch. Hier, das ist das Loch. Da ist doch irgendwas ein. Da geht's runter. Alles klar, wusste ich doch. Da geht's runter. Das werden wir natürlich auch gleich machen, aber erstmal schauen wir hier oben noch, ob wir hier noch was Schönes haben.
Ich glaube, bei diesen Adlern hat sich rumgesprochen, dass ich die nicht mehr verprügel. Die bleiben hier alle immer sitzen. Die haben gar keine Angst, keine Scheu mehr vor mir. Ewiges Schlaffett. Okay, ich habe Schlaffett gelesen. Ich dachte gerade, was ist denn ein Schlaffett? Was ist denn ein Schlaffett? Erbringe mir das Schlaffett! Mein König, schlechte Nachrichten! Das Schlaffett ist zerstört! Wie, das Schlaffett ist zerstört? Wie konnte das passieren? Es ist aus purem Mahagoni-Gold! Ja, ja! Aber dem Küchenjungen ist es heruntergerutscht. Er hatte sich die Finger nicht gewaschen. Sie waren noch ganz fettig. Es ist aber Schlaffett und nicht Schlaffett. Schlaffett mit Kordel. Schlaffett mit Kordel. Na gut. Dann hinunter. In die Dunkelheit. Hier so eine Herde Schleim. Einfach eine Herde Schleim. Ich lasse die komplett in Ruhe, weil die eklig sind. Und die laden mich auch nicht zu ihrer Party ein. So, ach du grüne Neune, hier geht's richtig tief hinab. Hopp, hopp. Ach nein, jetzt kommen die Schlaffetten. Jetzt muss man hier die richtige Route nehmen. Ja, hier kommt auch wieder so ein Schlaffett auf mich runtergestürzt. Da Schattenreich. Ah, dieses Spratzgeräusch, wenn die da so runter schlaffetten. Warte mal hier. Manchmal gibt es ja noch so dann doch kleinere Nebenwege. Hier nicht. Oder unten ist die Gnade. Hier leben die, ne? Das ist so deren... Ach du Scheiße, warte. Aha, aha, aha. Da geht's tief hinab. Ja. So. Hier haben wir es doch. Sehr gut. Da geht's noch tiefer in den... Morast hinein. So, okay. Lass mich mal kurz überlegen, ob wir vielleicht die Flaschen nochmal wieder anders aufteilen. Und nochmal zwei. Und mein Pony darf wieder mitkommen. Und hier muss es wieder. Tschüss, Pony. Alles klar, okay. Ich hab's befürchtet. Was haben wir für einen Talisman drin? Ja. Hallo? Guck mal, hier öffnet sich der Gang und wir befinden uns in einer gigantischen Höhle. Wer hätte das für möglich gehalten? Oh, was? Ist ja nett. Direkt noch eins. Warum? Nehme ich natürlich. Guck mal da. Boah, was ein Schlund. Kann man sich das irgendwie erklären, warum das so seltsam aussieht? Das wirkt ja so ein bisschen Inception-mäßig. Wir gehen erstmal nach oben. Ah, ein Schlaffett. Guten Tag. Geronimo! Hier gibt es wieder mehrere Wege. Oh ja, ja, alles klar. Hier ist ein Item. Geronnene... Oh, ich wusste, dass da ein Schlaffett kommt. Ich habe eine Fackel in der Hand. Der verbrennt sich doch alles. Hallo, Fackel in der Hand. Fackel in der Hand.
Hallo. Brenne. Au, okay, ich ziehe mich zurück. Er hat gewonnen. Ja, ich könnte mich wahrscheinlich hier droppen lassen, aber das würde mich vielleicht was kosten. Ich gehe einfach den regulären Weg zurück. Oh Gott, noch ein Schlafett. Ich glaube, ich komme hier gar nicht mehr zurück. Ich muss tatsächlich dann hier runterspringen, nehme ich mal an. So, mache ich das einfach. Okay, es war einfach komplett falsch. Aber es waren nur 8000 Mark und die sind mir nicht so wichtig. Das Gebiet ist normalerweise versiegelt, deswegen zwei Checkpoints. Ach so. Okay, also es gibt ja jetzt hier zwei Wege, ne? Der eine Weg führt mich da nach oben. Und der andere Weg führt mich nach unten. Ich bin hier hochgegangen. Aber ich hole mir die Seelen nicht zurück. Weil es sind nur 8000. Oh, wer bist du? Du bist wunderschön. Okay, der hat noch eine Keule. Wollte mir mal in Ruhe angucken. Ih, der hat hier irgendwie einen Schlafett-Effekt auf mich. Was ist denn das schon wieder Neues? Okay. Sankt Tristans Pfeil. Was ist das für ein seltsamer Effekt, dem ich da anheimgefallen bin? Den kenne ich noch gar nicht. Schlafe ich dann ein oder was ist dann los? Ach, das war so klar. Aua. Der hat mir hier aufgelauert, ne? Wenn ich jetzt hier links lang gelaufen wäre, dann hätte er mir eine gegeben. Ja, hat er mir noch einen gegeben? Das gefällt mir nicht. Die könnte ich auch super einfach mit meinem eleganten Holy-Schwert platt machen. Kann man die backstabben? Guck mal, der sitzt hier nur und guckt, genießt die Aussicht. Oh, der hat das gemerkt. Der war jetzt, der findet das nicht gut. Der hat beobachtet, wie ich seinen Cousin gemeuchelt habe. Der hat einen Grund gehabt, sauer zu sein. Was ist das hier für ein Gebiet? Das ist das nächste Scheusal. Der mir wieder den Rücken zudreht. Aber jetzt hat er mich gesehen? Hat er mich gehört? Nee. Irgendwas hat er bemerkt. Hat er mal auf seinen Instinkt gehört, ne? Hat er aber nicht. So, die anderen da hinten haben mich noch nicht bemerkt. Die gehen friedlich ihre Patrouille. Oder sie wollten mich nicht bemerken. Man weiß ja auch immer nicht, wie so die Verhältnisse zwischen diesen Leuten sind. Vielleicht sind das auch wirklich Rivalen und es geht hier um wichtige Posten innerhalb der Gemeinschaft, Karrierechancen und die sind gar nicht so sauer, wenn einer zufälligerweise mal umgebracht wird. K.
Kann sein. So, der eine macht was? Blutungsschaden und der andere macht diesen Schlafettschaden. Schleiche ich mich ganz? Oh, okay, scheiße. Okay. Brutal. Ah ja, okay. Da war ich wieder zu ungeduldig. Ich will nicht wissen, wie oft ich schon noch einen Schlag kassiert habe, aus purer Ungeduld heraus. Aber so ist das halt. Ich sollte auch noch mal hier das machen. Mokes Kette einmal. Immer wenn man irgendwo neu ist, in einem neuen Gebiet, muss man immer Mokes Kette einmal aktivieren. Oh. Glitzerwesen. Erstmal das hier holen. Dann kann ich immer noch mit der Person da reden. Das sind Kannibalen, echt? Ist das eine Unterstellung oder weiß man das? Wir reden mal kurz mit dieser armen Gestalt. Was treibt sie um? Rede mit mir. Ausgemergelt. Na? Okay, der kritisiert Mikella. Das muss man sich auch erstmal trauen, oder? Okay. Erste Zweifel an Mikella werden hier klar geäußert. Hier sieht man diese Rippenbögen. Ne, was ist das? Das ist eine Wirbelsäule mit Rippenbögen. Das haben die gegessen. Ich weiß nicht, ob die sich wirklich selber essen. Hier wurden Vermutungen geäußert, dass es hier Kannibalen sind. Das ist natürlich in erster Linie auch mal eine Unterstellung. Okay, dann gehen wir hier weiter. Na, die schon wieder. Ja, was machst du jetzt? Was machst du denn jetzt? Was willst du denn jetzt machen? So. So nämlich. Diese frechen Vögel. Die sind, glaube ich, auch relativ brutal. Diese Streptokokken hier. Die sehen aus wie so ein. Wie eine Krankheit sehen die aus. Wie eine große Krankheit. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die sind wirklich gefährlich. So. Wird ihr mich jetzt nicht. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Wenn es geht, bitte mich in Ruhe lassen. Ich wollte jetzt nach einem Weg suchen. Hier geht es wahrscheinlich dann weiter. Da hinten ist ein Item. Das sehe ich doch leuchten. Wenn das mal nicht wieder so ein. So eine Dingsbum, so eine Lilie ist. Ja. Okay. So. Götter schwingen, Johnny. Tschüss. Und da ist noch einer. Hey. Das ist ein prächtiger Ort. Hier kann man gut stehen. Den ganzen Weg muss ich gehen. Naja. Okay. Was fressen diese Vögel eigentlich? So, der ist jetzt auch wieder am Rumnerven. Klar.
Unglaublich. Mein Gefühl ist, ich habe mich hier sehr gut benommen. Habe niemanden angegriffen, ohne dass ich zuerst angegriffen wurde. Und das ist dann trotzdem eine unglaublich unfreundliche Begrüßung. Oh, scheiße. Au. Au. Hey, okay. Ich lebe. Unglaublich frech. So, warte mal. Kann ich mal kurz in Ruhe mich hier umblicken? Das ist ja super unfreundlich. Okay, ich glaube, ich muss erstmal den da oben davon überzeugen, dass er mich in Ruhe lassen soll. Und dann gucke ich mich hier in Ruhe um. Oh, hi. So, hier muss. So. Okay. Jetzt. Ganz in Ruhe. Da gehe ich eh nochmal lang, den ganzen Weg. Aber ich wollte mich noch einmal hier umgucken. Ich hätte denen nichts getan, diesen Kügelchen. Aber sie wollten ja unbedingt Stress machen. Also, ich kam von hier, meine ich, ne, da runter. Hier ist auf jeden Fall noch was. Okay, mega dumm. Muss ich leider eingestehen. Tollkühn. Und ein bisschen dumm. Auch das war ein bisschen dumm. Aber ist ja alles gut gegangen. Guck mal hier, Bowlingbahn. Kann man alles die Gegend schießen. Das sieht lustig aus. Ist das eher der Letzte hier? Ja. Der Letzte seiner Art. Eine ganze Kolonie ist dahin gerafft. Jo. Dann können wir wieder weiter stopfen. Und zwar hier entlang. Stapf, stapf. Stapf, stapf, stapf. Ja, ist nicht so einfach, sich zu orientieren, ne? Ist halt nicht jeder mit einem unglaublich guten Orientierungssinn gesegnet. Wie ich, der sich noch nie verlaufen hat. So, da ist wieder dieses Gekugelwurm-Gerät. Auch hier peu à peu meine Flasks. Das ist nicht gut. Muss ein bisschen vorsichtiger sein. Ich glaube, die Waffe ist eventuell auch nicht die allerbeste. Ich überlege gerade. Also gegen diese Steinleute ist ja so eine Schnittwaffe eigentlich eh blöd. Aber gut, ich mache genug Schaden. Daran liegt es jetzt nicht. Ah, da ist die nächste Gnade. Das ist doch gut. Jo. Dann setzen wir uns hier mal ran.
und können auch mal rasten. Wir gehen ja vermutlich erstmal nicht zurück. Guck mal. Wir sind inmitten des wilden Meeres. Gibt's hier vielleicht noch ein Kartenstück? Irgendwo? Oh, hier. Achso, hier ist Feierabend. Ab und zu mal den hier machen. Wer weiß, vielleicht entdecken wir nochmal ein Geheimnis. Okay. So, weiter geht die wilde Hatz. Ah, okay. Hey. Scheiße, wachen die eigentlich nochmal wieder auf? Ja, fuck. Okay, das war wichtig. Au. Au, au. Ist er, wo ist er jetzt? Lebt er noch? Oder was? Kommt der denn jetzt schon wieder her? Waren die zu dritt unterwegs? Die Bande? So, ich glaube, ich mache mal Folgendes. Ich wechsle mal kurz das Schwert. Und zwar gehen wir mal auf das heilige Schwert. Ich glaube, mein Gefühl ist, dass hier eher so eine Heiligkeit. Das ist so eine ganz seltsame Höhle des Todes. Kannibalen und Skelette und solche Pestilenzen. Da ist, glaube ich, so eine Heiligkeit in der Hand gar nicht so verkehrt. Oh, ein Riesenspratz. Okay, der wird mich jetzt vermutlich. Oh, bin ich. Okay, ich glaube, Feuer wäre vielleicht irgendwie ganz gut. Ach, der spratzt sich. Ich glaube, Feuer. Oh, Vorsicht, Spatzung! Ja, das war mit Ansage. Oh, er hat Kinder geboren. Mal kurz auf die andere Seite gehen. Jetzt spratzelt er auseinander. Okay. Hier soll ich nicht getroffen. Oh. Wird überlebt. Aus irgendeinem Grund. Nee, also der Schaden hier, Holy Damage gegen die Schlafspratze ist, glaube ich, nicht so besonders beeindruckend. Ich vermute fast, da ist gegen die Feuer besser. Aber gegen die Skelette müsste eigentlich das hier überlegen sein. Guck mal, da ist noch so ein Loch. Da kommen wir wahrscheinlich später wieder rausgerollt. Was haben wir hier noch? Der sieht mir sehr geisterlich aus. Da müsste doch eigentlich. Fällt mir sehr gut. Mehrschichtiger Ring des Lichts. Oh, der hat uns sogar was Feines gegeben. Erzeugt einen mehrschichtigen Ring aus goldenem Licht und feuert ihn nach vorne, um den Getroffenen kontinuierlichen Schaden zuzufügen. Durch Aufladen verstärkt ihr die Wirkung. Diese Lichtringe-Anrufung wurde von einer vom Fundamentalismus der goldenen Ordnung getrennte Tradition gepflegt. Warum wir 36 Glauben? Habe ich nicht. Ich habe nicht genug Glauben in mir.
Geronimo! Oh, ah, ist hier noch irgendwas? Nope. Nope, 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 nope. Dann geht's hier wohl weiter. Ah, da hinten sind wieder so. Ah ne, die kann ich einsammeln. Ist das wieder eine Falle? Nö. Dann nehme ich die einfach so mit. Die Nektar-Blutknospe. Ich glaube, ich habe meine Lampe gar nicht eingeschaltet. So ist es. Wobei ich ja der Meinung bin, dass diese Lampe relativ geringe Leuchtkraft besitzt. Ich würde mich freuen, wenn da der Lumenwert etwas erhöht werden könnte. Was ist das? Oh, guck mal hier. Uns wird eine erneute Gnade gewährt. Huch! Was ist das? Huch! Was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Hä? Warum? Seid ihr alle hier? Was, soll ich eine Rede halten oder was? Nun gut, liebe Tiere des Waldes, der Höhlen, der Klippen, des Grases, der Steppe, seid mir herzlich willkommen. Ich bin hier heute vom Dachverband für Mensch-Tier-Beziehungen, kurz DVMTB, abgesandt worden, um bei dieser Veranstaltung ein paar Worte an Sie zu richten. Lassen Sie mich zuerst betonen, dass mir die Entwicklungen der jüngsten 203 Jahre sehr missfallen haben und ich mich persönlich sehr im Gremium für Tierschutz dafür eingesetzt habe, dass die Gräueltaten, die sowohl ihrer Gattung als auch ihrem Lebensraum angetan wurden, für die Zukunft zurückgeschraubt werden, und zwar massiv. Dafür stehe ich mit meinem Namen, dafür kämpfe ich mit meiner Kraft. Viel zu viele Bäume hat der Mensch geschlagen, auf dem der Falke oder der Habicht oder die Eule Platz nehmen könnte, brüten könnte, wohnen könnte. Das muss ein Ende haben. Viel zu viel Gras haben wir geschändet, um es für die Kuh zum Mampfen zur Verfügung zu stellen, nur damit wir später die Kuh mampfen konnten. Das muss ein Ende haben. Und auch der Rehbestand hat viel zu sehr zugenommen, seit wir die Wölfe ausgerottet haben, weshalb es eine Überpopulation gibt und große Arbeitslosigkeit im Reich der Hirsche. Auch euer Leid habe ich vernommen. Der Wolf muss wieder angesiedelt werden, damit zukünftige Regenerationen wieder bejagt werden können, so wie sie es immer kannten. Und nun möchte ich mit folgendem Schlusswort mich an euch richten. Vielen Dank. Schnapp. 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 Schnapp, 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 schnapp. 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 Tja, was willst du machen? Sind die eigentlich wieder da? Guck mal, jetzt will ich jetzt einmal gucken. Wenn ich mich da jetzt ransetze. Sind die denn? Da sind sie doch wieder alle. So, das ist doch das, was ihr wolltet. Jetzt sind sie wieder alle da. Aber das ist in der Tat ganz gut, weil jetzt kann ich nämlich neue Pfeile herstellen. Zum Beispiel so Giftpfeile. Oder Feuerpfeile. Machen die mehr Schaden? So.
Okay, weiter geht's. Was ist hier für ein kleiner Irrgarten? Jetzt muss ich mir hier wieder jede Ecke angucken. Also es kann tatsächlich sein, dass das so ein kleiner Farming-Spot für Pfeile ist, um ehrlich zu sein. Weil da gibt es alles, was man für Pfeile braucht, so zurechtgelegt. Das ist doch schon ein klarer Hinweis, dass ich jetzt hier irgendwas mit Pfeil und Bogen erledigen muss. Guten Tag. Oh bitte, gewährt mir den Mut, zu euren Füßen zu fliegen, meine Liebste. Saint Trina. Okay. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber irgendwas passiert hier. Ich muss irgendwas machen. Irgendeine Geste? Also pass auf, Leute, es gibt zwei Hinweise. Der erste ist, wir haben so Pfeile gefunden, die ihren Namen trugen. Und zwar diese hier. Sankt Trinas Pfeil löst Schlaf aus. Es ist tatsächlich Schlaf. So, das ist der erste Hinweis auf Pfeile. Und der zweite Hinweis sind diese Tiere da, die alle Ingredienzien liefern, also Federn und Knochen, um Pfeile herzustellen. Also irgendwas Pfeiliges. Der Pfeil deutet auf die Pfeile. Irgendwas muss ich hier sicherlich tun. Wir werden dem Rätsel schon auf die Schliche kommen. Weil ansonsten ist ja hier Feierabend. Und das ist ja Quatsch mit Soße. Das wird nicht Feierabend sein hier. Nee, nee. Vielleicht muss ich irgendeine Geste machen. Irgendwas muss hier passieren. Aber ich weiß nicht was. Was gibt es denn für Gesten? Gibt es eine universelle Pfeilgeste? Winken? Hallo! Hey. Hallo! Vielleicht eine Verbeugung. Ich verbeuge mich. Aber vielleicht muss es eine etwas andere Verbeugung sein. Oder vielleicht auch nur so ein kleines, wie ihr wünscht. Ich bin euch zu Diensten. Ich verneige mich vor eurem Wunsch und eurer Person. Oder vielleicht ist es ein Seilsprung. Nein, eine ehrfürchtige Verbeugung. Ich verbeuge mich. Oder müssen wir... Oh, die Mutter. Oh, warte mal. Vielleicht ist es die Mutter. Mutter. Du Mutter. Ich verneige mich. Sie kommt nicht. Mutter, komm. Mutter, komm. Mutter, zeig dich. Ich mach nochmal den hier. Ein Gebet. Irgendwas muss ich hier machen. Was hat er denn für eine Geste? Vielleicht kann ich seine kopieren. Das sieht doch recht ähnlich aus. Vielleicht muss ich mich neben ihn setzen oder sowas. Irgendwas muss ich hier machen, 100 Pro. Das kann nicht sein, dass hier jetzt einfach Feierabend ist. So, was hast du da jetzt für eine Geste? Du hast einfach so, so was Flehentliches. Kann auch kompletter Quatsch sein, aber so ist es halt bei diesem Spiel. Man muss Sachen ausprobieren. So, warte mal. Nee, das ist es, glaube ich, eher nicht. Das hatte ich ja eben schon. Aber er kniet schon, also so viele Kniegesten habe ich nicht. Die einzige, wo jetzt... Okay, vielleicht ist es das einfach nicht. Was können wir noch machen? Pfeil und Bogen. Irgendwas mit Pfeil... Ich muss irgendwas mit Pfeil und Bogen machen. Vielleicht ist hier aber auch... Ich probiere nochmal wieder was anderes aus. Und zwar hatten wir das letzte Mal... Habe ich ja auch probiert, da diese Klumpen dazu schleudern.
Ja, okay, das weiß nicht der. Nö. Zerspratzt. Also ist es auch keine unsichtbare Brücke. Was kann denn hier noch sein? Kann ich meinen Bogen ausrüsten oder bin ich dann zu schwer? Nehmen wir mal das und ich, was haben wir als zweites noch? Standardpfeil. Was muss ich hier machen? Irgendein Rätsel, das muss ja, irgendein Rätsel muss es doch hier noch geben. Gibt's doch nicht. Was ist es? Das kann's doch nicht sein. Das ist hier sonst eine Sackgasse. Oder geht's hier rechts, geht's auch nicht mehr weiter. Ich mach noch mal ein paar. Hier, mir ein paar Pfeile nach, wenn ich schon bin. Es ist mir wirklich leid, aber es ist einfach echt gut. Einige haben es immer überlebt. Das ist auch echt interessant. Aber auf die Art und Weise kann man echt gut. Pfeile farmen. Mehr alles, was ihr habt. So. Ist gut. Können wir schöne Pfeile bauen. Oder hinten ist noch ein kleines Tierchen. So. Okay. Jetzt überlege ich kurz was. Einen kleinen Tipp würde ich nehmen, bevor ich jetzt hier eine halbe Stunde suche. Machen wir Folgendes. Pass auf. Wir gehen nochmal gleich zum Geist. Ich quatsch nochmal mit dem und mache mir nochmal Gedanken, was der gemeint haben könnte. Irgendwas muss hier passieren, da bin ich mir sicher. Wir werden dem auf die Schliche kommen. Was das Geheimnis dieses Ortes ist, werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Schaltet ein, wenn Wildwald wieder losreitet. Tschüss, Leute.